Also ich bin der Verkäufer und der sich jetzt meldet, ist der Kunde. Das heißt, er muss keinerlei planvolles Verhalten an den Tag legen. Carlo, bist du drin? Carlo? Ausgerechnet, Ja. Carlo hat mich. Ja, alles klar. Carlo, welcher Einwand nervt dich am meisten? Oder welchen hörst du am meisten? Ja, eigentlich das drüber schlafen ist schon der häufigste. Okay. Gut, du hast jetzt ausgerechnet einen Nachhall, aber wir versuchen das trotzdem. Also wir spielen das einfach mal durch. Mensch, Herr Carlo, dann haben wir das ja alles soweit. Sie haben hier eine wunderschöne Küche, und für nur 17.000 Euro. Ich habe Ihnen jetzt 20% abgezogen. Das ist unser Einkaufsvorteil. Und dann konnte ich Ihnen hier nochmal 5% das Konto einräumen, weil Sie ja die Hälfte anzahlen können. Damit sind es aber 17.000 Euro. Das ist ein Toppreis. Den müssen wir jetzt sofort absichern, damit wir uns auch noch zu diesem Preis eindecken können. Ja, ich mache mal hier soweit den Kaufvertrag fertig. Rechts unten und dann bitte festdrücken. So, jetzt bist du wieder Oh, dran mit deinem Einwand. das ist aber sehr toller Preis, den Sie mir da machen können. Und da glaube ich auch, dass ich nirgends irgendwie was Besseres kriege, aber ich möchte doch noch mal drüber schlafen. Das freut mich. Wissen Sie, das ist ja auch eine Vertrauenssache, Küchenverkauf. Und wenn Sie sagen, der Preis ist zwar hoch, aber Sie sind sicher, dass das der Preis ist, den man da kriegen kann. Dann habe ich schon mal meinen Job gemacht und das freut mich auch total. Und wissen Sie, das Thema nochmal drüber schlafen, das ist bei solchen Ausgaben, ist das ja verständlich, ne? Also für 17.000 Euro muss eine alte Frau lange stricken. Ich habe das auch nicht so auf dem Konto. 17.000 Euro gibt man nicht alle Tage aus. Dann wissen Sie, ich bin auch so. Wenn ich irgendwas, wenn mir noch nicht alles klar ist, dann will ich mich auch nicht entscheiden. Dann will ich auch nochmal schlafen. Nur mal Interesse halber, Herr Carlo. Was genau ist denn Ihnen noch unklar? Ich sehe Sie zögern. Ja, ich müsste natürlich mit meiner Lebensgefährtin da auch noch mal drüber sprechen, weil das nicht so ganz fest im Detail besprochen war im Vorfeld mit ihr. Ah, klasse. Okay. Wissen Sie, das ist einfach guter Stil. Ich bin auch verheiratet und klar, wir haben beide unser eigenes Geld und wir können beide theoretisch kaufen, was wir wollen, aber man lebt ja zusammen und vor allem die Küche muss ja nachher auch beiden gefallen. Also muss das auch vernünftig besprochen werden. Hier, wir springen mal kurz raus. Ich bin nach dem Puffern in die Nachfragen-Nachforschen-Stufe übergegangen. Ne? Was genau lässt Sie denn noch zögern? Was geht Ihnen da noch durch den Kopf? Was genau ist Ihnen noch nicht klar? Das sind die Fragen, die da kommen. So, der nächste Schritt ist jetzt, und übrigens, es kam ja ein neuer Einwand. Ne? Statt ich möchte noch mal schlafen, kam jetzt Freundin fragen. Wo sind wir also von der Systematik her wieder zurück beim Puffer? Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, wissen Sie, die Argumentation ist immer gleich beim Puffern. Ich bin okay, du bist okay. Lieber Herr Carlo, das ist völlig okay. Wissen Sie, ich lebe auch in einer Beziehung und meine Frau wäre auch nicht begeistert, wenn ich einfach hingehen würde und eine Küche kaufen würde. Und A, es ist sie budgetmäßig dabei und zum Zweiten muss sie ja auch drin wohnen und kochen und leben, muss ja beiden gefallen. Das ist wieder der Puffer. Ich mache das übrigens so lange, ich kann den Herrn Carlo natürlich jetzt nicht sehen, bis der Kunde rhythmisch nickt. Deswegen wollte ich das eigentlich als Google Hangout machen, dann kann man sich nämlich gegenseitig sehen. Und dann sieht man die körpersprachlichen Signale. Es hat erst Zweck, den nächsten Schritt zu gehen, wenn wir absolut sicher sind, dass der Kunde völlig entspannt ist und uns nett findet und nicht irgendwie unter Stress ist. Okay, aber ich glaube, bei Herrn Carlo ist das jetzt soweit. Ich habe gepuffert den Einwand, dass er seine Freundin fragen muss, indem
die Argumentation ist immer gleich, ich bin okay, du bist okay. Und wie kann man dem anderen besser klar machen, dass er okay ist, als indem man sagt, du, bei mir zu Hause wäre das auch nicht anders. So, jetzt forschen wir beim nächsten Einwand nach und fragen, nur mein Interesse halber, Sie sagen, das ist noch gar nicht so klar und so abgesprochen. Wie weit sind Sie denn da mit Ihrem Entscheidungsprozess zu Hause? Also weiß Ihre Partnerin, dass Sie eine neue Küche kaufen wollen, Herr Carlo? Ja, das weiß sie. Dass wir haben da im Groben mal drüber geredet, dass wir die alte austauschen wollen. Aber okay. Von der Ausstattung her noch nicht ganz im Detail. Alles klar. Haben Sie sich auch über ein Budget schon ungefähr unterhalten? Ja, das haben wir auch gemacht. Okay, gut. Das ist ja auch enorm wichtig, dass da nicht einer hingeht und irgendwelche seltsamen Alleingänge macht. Sowas kommt in einer guten Beziehung, sollte das nicht vorkommen. Ja, eine kleine Geschichte am Rande ist echt passiert. Ich saß mit einem Freund zusammen beim Essen. Ist schon 15 Jahre her. Mit einmal klingelte sein Handy und er ging dran und fragte nach. Also ich merkte, dass da war seine Freundin dran, die kannte ich auch. Ja, und wo denn und wie denn und wie viel denn und was denn und alles schon fertig. Und dann legte er auf und sagte, du glaubst es nicht, aber Elena, das war seine Freundin, die hat gerade eine Wohnung gekauft und ich wünschte, sie hätte mich gefragt. Und wissen Sie, ich möchte nicht, dass sowas irgendwem passiert, auch nicht Ihnen, Herr Carlo, oder Ihrer Freundin. Sowas finde ich absolut übel. In einer Beziehung macht man sowas nicht. So, das war wieder ein bisschen puffern. Jetzt, ihr merkt schon, ich frage weiter nach, wo ist denn das Problem? Ich meine, wenn seine Freundin noch nicht mal weiß, dass er losgestiefelt ist, eine Küche zu kaufen, dann muss man da gar nicht, also ich glaube, dann muss man echt nicht mit angehaltenem Atem warten, ob das Ding noch klappt. Aber Herr Carlo sagt, Freundin weiß, dass eine Küche gekauft wird, Freundin hat das Budget abgenickt. Prima, Herr Carlo, dann nur mal Interesse halber, also worüber haben Sie sich denn schon unterhalten oder welche Küchen haben sich denn schon gemeinsam angeguckt? Das macht man ja normalerweise, wenn man da losgeht. Ja, wir haben schon, so wie wir das jetzt gemeinsam geplant haben, Sie und ich, so in der Richtung sind wir schon beide unterwegs gewesen, dass wir das wollen für die Zukunft. Alles klar, prima. Das freut mich. Das heißt, Nobilia war schon gemeinsam abgeklärt und dass Sie hier so eine L-Konstruktion machen, das gibt der Raum ja auch mehr oder weniger vor, ne? Genau. Sie sagten, Ausstattungsmerkmale waren noch nicht ganz klar. Welche Ausstattungsmerkmale dieser Küche haben Sie noch nicht mit Ihrer Freundin besprochen, nur mal Interesse halber? Ja, den Backofen und den Geschirrspüler, das war uns noch nicht ganz klar, wie das sein sollte. Klar, ja. Okay, prima. Das heißt, nur mal Interesse halber, wenn Ihre Partnerin jetzt hier wäre, das ist der nächste Schritt, Einwand, Vorwand klären. Gibt es außer der Tatsache, dass Ihre Partnerin halt gerade nicht hier ist und das Thema Backofen und Geschirrspüler halt noch nicht abgenickt hat, noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Nö, ansonsten ist alles gut, ja. Okay. Gut, damit ist der Einwandvorwand geklärt. Jetzt müssen wir den Racker nur noch isolieren. Das heißt, dafür sorgen, dass das wirklich der einzige ist und dass das Ding steht. Wir rütteln jetzt an der einen festen Wand. Und die Frage ist immer gleich, wenn das Problem, was das Problem ist, gar nicht bestünde, könnten Sie sich dann entscheiden? In diesem Fall Partner nicht da, frage ich immer das Gleiche. Mensch, stellen Sie sich nur mal vor, rein Interesse halber, wenn Ihre Partnerin hier wäre und die wäre genauso begeistert von der Lösung, die Sie hier gewählt haben, die Sie hier gewählt haben, wie Sie es jetzt sind, würden wir dann hier und heute ins Geschäft kommen, Herr Carlo? Ja, doch, das denke ich auf jeden Fall, ja. Ja, das ist klasse. In dem Moment ist der Einwand isoliert und ich kann zum nächsten Schritt gehen, nämlich den beantworten. Wissen Sie, das ist, da habe ich eine Idee, das ist überhaupt kein Problem. Das wirklich Wichtige ist, dass wir den Preis reservieren. Denn was wir hier haben, ist ein Kontingentpreis, den hat unser Einkaufsverband verhandelt.
wenn wir im ganzen Jahr nur eine Küche bei Nobilia kaufen würden und nur ein Set Geräte bei Siemens, dann würden Sie den Preis bezahlen, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, nicht? Diesen Listenpreis. Aber das Gute ist, wir haben verhandelte Einkaufskonditionen. Wir gehören zu einem der größten Einkaufsverbände in Deutschland. Das heißt, wir nehmen den Möbelhändlern für ein paar Milliarden Euro Möbel ab. Sie können sich vorstellen, dass wir da nicht den Listenpreis bezahlen. So, aber das sind Kontingente, das heißt begrenzte Mengen, und die sind verhandelt. Und deswegen ist es wichtig, dass ich Ihnen den Preis reserviere, solange ich noch garantieren kann, dass wir zu diesem Preis auch einkaufen können. Machen wir es so, das ist jetzt der Probeballon. Ich schreibe das so für Sie auf und notiere hier ausdrücklich hier das Thema Backofen und das Thema Geschirrspüler war es. Ne? Das lassen wir hier noch offen. Ich schreibe das rein, sage aber vorbehaltlich, dass es Ihrer Partnerin passt. Und dann haben wir für die wirklich wichtigen Sachen schon mal den Preis reserviert. Den Geschirrspüler, den muss ich noch nicht heute und nicht morgen bestellen, sondern das reicht dann noch in 2 Wochen. Und ich habe Ihnen auf jeden Fall mal den Preis reserviert. Also, ich habe das hier so fertig geschrieben, Herr Carlo. Dann können Sie zu Ihrer Freundin nach Hause gehen und wenn die nochmal sich den Geschirrspüler angucken will, guckt sie sich den an. Wenn die sagt, das ist alles okay, dann rufen Sie mich an und dann gebe ich den Vertrag ein. Ja, dann rechts unten feste drücken. Ja, super, vielen Dank. Okay. Gut, das war einmal ganz durch. Was sind so eure Gedanken dazu?